Ich zeige euch hier mal die zwei wichtigsten Dehnübungen für Backlever und Calisthenics zum Lockern, zum Aufwärmen, zum Nachdehnen, die ich kenne. Beides fokussiert sich hier auf Schulterbeweglichkeit. Das erste ist mal dieses Wechseln hier. Ich zeige es euch mit Theraband, Handtuch und Stange. Genau das ist die Schwierigkeitsstufe. Man sieht schon, mit diesem Theraband kann ich das den ganzen Tag lang machen zum Einschlafen. Ich habe dann noch ein bisschen ein dickeres Theraband, mit dem wird schon schwieriger. Das ist genau der Schulterswitch da. Das machen viele Schwimmer zum Aufwärmen, Geräteturner. Und ich mache es eigentlich jedes Mal vom Aufwärmen. Egal ob mit Theraband, was mir am liebsten ist, was ein bisschen nachgibt, oder mit Handtuch und Stange. Ich zeige euch schnell das Handtuch. Ich habe es mir zusammengerollt. So. Das macht es ein bisschen schwieriger, weil es weniger nachgibt. Und die Stange ist dann am schwierigsten natürlich. Habe ich auch hier. Weil sie gar nicht nachgibt, überhaupt wenn sie kürzer ist. Okay, das wäre mal die erste Übung. Für die zweite Übung nehmen wir zuerst die Stange, dann gehen wir die verkehrte Reihenfolge. Man kann natürlich hier alles machen, auch ohne Equipment. Mal schauen, wo habe ich Platz? Gar nicht. Platz gibt es hier nicht. Und das ist genau das hier. Einfach nach hinten wegstrecken die Arme. Das wird, schaut zwar leicht aus, aber wenn man es nie gemacht hat vorher, wird es ziemlich schwierig sein. Man kann den Griff verschieden breit nehmen hier, schulterbreit, und wenn es nur mit den Händen macht, dann habt ihr sowieso ein bisschen weniger was als schulterbreit. Das gleiche Handtuch, könnt ihr auseinander weitergehen, falls es euch leichter macht dann. Und wieder Theraband. Ich strecke meinen Kopf nur noch so gern so niedrig runter wie möglich, damit ich den Arm noch ein bisschen weiter überlapsen kann. Und das letzte wäre mit Händen hinten. Das wird vielleicht sogar am schwierigsten sein für euch. Das gleiche hier. Die zwei Übungen, überhaupt bei der letzten Übung, man sieht es, man ist direkt in der Position für Backlever zum Beispiel. Und ihr werdet es euch in der Vorderseite ein bisschen bei den Sehnen und Muskeln durchziehen spüren und hinten ein bisschen. Und das wird euch dann ein bisschen auch lockern in die Richtung, dass ihr da besser hängen könnt bei diesen Übungen.